heute zum letzten Kapitel. Ja. Ja. Zum letzten Folianten. Oh, ist es vorbei. Zum Wege des Königs. Jetzt hast du mich irritiert, aber ist ja egal. Das ist okay. Ich irritiere dich gerne, weißt du doch. Ja. Meistens dann, wenn es nicht so schlau ist, aber egal. Das kenne ich ja mittlerweile auch schon. So ist es. Weil sonst macht es ja weniger Spaß. Das ist auch wieder wahr. Okay. Das allerletzte Kapitel. Wir hätten unseren guten Zier eigentlich Dietrich nennen müssen. Weswegen? Wegen der Dosenbrause. Wegen Red Bull und Dose und Heinz und... Ja. Naja, der war jetzt ein bisschen flach, wie die Dosen, nachdem man ein bisschen auf den rumgetrampelt ist. Stimmt. Wenn man auf Kunibald rumtrampelt, dann... Er ist auch eher flach. Jawohl. Schwan. Also gerade sagen, ich sage jetzt nichts dazu, sondern gehe direkt rüber, straight forward zu Kapitel 24. Und das ist... Was? Laufe. Ja. Und das ist relativ kurz. Mhm. Der Schluss des Buches ist ziemlich knapp gehalten, sage ich jetzt mal. Mhm. Zuerst gibt es die Verhandlung mit Termasco und... Mhm. Der ist da gefesselt und zeigt sich eigentlich auch hier als Ehrenmann, kann man sagen. Mhm, durchaus so. Nimmt die Bedingungen an, die Mark stellt. Überraschenderweise ist es Daivor, der am härtesten gegen Nikvarega vorgehen möchte. Mhm. Der sagt eigentlich, alle töten. Umbringen. Ja. Man einigt sich dann drauf, könnt ihr selber nachlesen. Man einigt sich dann auf etwas und es wird dann auch weiter diskutiert, wer die Mark denn jetzt regieren sollte. Weil der König ist tot und es war eigentlich kein König mehr, weil der König immer Heerführer war und eigentlich im weitesten Sinne gar nicht wirklich regiert hat. Aber wer soll denn jetzt regieren? Eigentlich ist die Sache ja klar. Eigentlich wären es die Khans. Die Khans, eben. Dann kommt aber der Einwand, dass die Khans doch ein bisschen verzettelt sind und dass es drei Leute benötigt, die die Mark regieren. So ein Triumvirat, ja. Genau. Und das Triumvirat, das hält sich dann lange an in der Mark, das kann man schon mal sagen. Ja, auch wenn es ein bisschen den gewissen Wandlungen... Absolut. Im nächsten Buch, das in der Mark spielt, die Belagerung, dort ist es noch nicht so von Belang, weil ist so. Allerdings dann in der großen Chronik. Weil der König auch nicht so eine Rolle spielt, aber. Ja, genau. In der großen Chronik, schön. Jetzt reden wir schon wieder von der großen Chronik, obwohl die erst in etwa 3 Jahren dann zu lesen ist. Aber in der großen Chronik nimmt dieses Triumvirat dann sehr wichtig. Das heißt, hier wurde der Grundstein für quasi die moderne Mark gelegt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Dass das die Khans zulassen, ist eigentlich ein Wunder. Es wurden überzeugt. Ja. Gründe haben sie überzeugt. Also Begründung. Ja. Das ist eben ja die uralte Frage mit Basisdemokratie. Und handlungsfähigen Anführern. Absolut. Das ist so eine... Immer die Streitfrage, wie viel Macht gibt man ab, wie viel gibt man dem Volk. Zu viel Macht den militärischen Anführern oder Anführern. Mhm, absolut. Wirkt die Gefahr für eine Diktatur. Die Basisdemokratie. Darum wollte man drei Leute perfekt, haben hier. Aber auch sehr, sehr schwerfällig. Und wenn jeder noch seinen Senf dazugibt, wird es schwierig, einen Konsens zu finden. Und wenn das Land bedroht ist, muss ein Konsens zum Teil teilweise innerhalb Tagen oder Stunden gefunden werden. Genau. Ich möchte jetzt
gerade anfügen, dass heutzutage, in der heutigen Zeit, ist es nicht mehr so wichtig, dass alle im selben Raum sitzen, weil es Möglichkeit zu diskutieren gibt, ohne dass man räumlich nahe beieinander ist. Ja, aber ich denke auch im Parlament, das muss zusammentreten. Ja, natürlich, aber das ist viel... Ferien und Skype und... Das ist viel schneller geschehen in der heutigen Zeit, wo es moderne Verkehrsmittel gibt, als früher, wo man... Heute kann man sagen, okay, es ist etwas Außerordentliches geschehen, kommt mal nach irgendwo, kommt mal ins Bundeshaus hier in der Schweiz. Ja. Im Extremfall. Früher, nehmen wir jetzt gerade hier die Cannes und das Triumvirat, da musste irgendjemand wissen, okay, es ist etwas vorgefallen. Dann musste er Leute losschicken, die diese Nachricht verbreiten. Das dauerte irgendwie 3 Wochen, bis jeder Reiter bei jedem Kahn angekommen ist. Da mussten die Kahn zusammenkommen. Das heißt, es ging mal locker 2 Monate, bis jeder wusste, um was es ging. Genau. Und in dieser Zeit konnte die Armee schon einmarschieren. Genauso wurde begründet, dass es eben Leute braucht, die ständig zusammen sind und Entscheide fällen können. Und das hat die Kanz dann auch überzeugt. Sind auch gute Argumente. Ja. Kann man so machen. Weil wenn eine Armee in Svenja steht oder sonst wo, dann ist auch die Macht der Kanz nicht sehr viel wert mehr. Nee, die können dann weinen. Ja, ich weine. Jedenfalls soll Daivor als ehemals... Mündel von Harkand. Er ist quasi Harkands Ex, könnte man so sagen. Also als Mündel jetzt, mit so einem, ist klar. Soll dann mit einer wichtigen Aufgabe betraut werden und er muss ein bisschen darüber nachdenken, weil er sich immer noch so ein bisschen in diese Welt einfinden muss. Er geht dann nach draußen, will sich mit seinen Leuten besprechen, dann kommt dann... Hat ja auch noch seine Versprechen gegenüber V. August. Genau, die hat er eben auch noch. Und es ist eigentlich seine Mutter dann, die sagt, ich gehe nach Fagus, baue alles auf, du kannst in der Mark bleiben. Da bespricht sich mit seinen Leuten, dann taucht noch Narifnir auf. Narifnir erinnert sich noch, das ist der Typ aus Mitraum, der ihn so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat und beschützt hat und dann plötzlich verschwunden ist eines Nachts. Der taucht wieder auf und hat Harkans schwarzes Schwert gefunden, das ist dieses spezielle Schwert aus Nordstahl, das keine Schaden abbekommt, gibt es Daivor zurück und fand ich eine nette Geste, kann man so machen. Und erklärt auch, warum er eigentlich damals gegangen ist. Richtig, erklärt das. Zwar hat er gehört, wie Daivor im Schlaf gesprochen hat und Daivor hat sich quasi verraten. Narifnir konnte Daivor allerdings nicht verraten, weil er ihn quasi ein bisschen wie... Weil er seine Beschützerrolle nicht aufgeben konnte. Genau. Er konnte aber auch nicht bei Daivor bleiben, weil Daivor Dinge tun wollte, die Narifnir nicht wollte und darum ist er einfach gegangen. Ja. War in der ursprünglichen Version nicht drin, dieses Treffen. Wurde dann aber auf Beta-Leser-Wunsch, die gesagt haben, ja, sie haben noch eine Auflösung, was mit dem geschehen ist, wäre doch ganz nett und so, das braucht, habe ich das eingefügt. Ja. Und das letzte Wort hat Mlarat. Ist das nicht schön? Der Kleine. Er geht zu Daivor und bittet Daivor, ihm zu helfen, Hochtirower zu werden. Ja, und Daivor, der kennt ja Mlarat nicht so gut und misstraut auch Gemale, die sagt, nee, kann's nicht machen. Und hat auch gehört, wie viel Mlarat eigentlich getan hat für die Truppen. Genau, und stimmt daher zu, Mlarat zu helfen, Hochtirower zu werden. Und das finde ich einen schönen Cliffhanger am Schluss des Buches, weil der Konflikt eigentlich abgeschlossen ist, aber nicht alles so ist, wie es sollte. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen, Leute. Das werden wir sehen, ja. Oh.
Das werden wir sehen. Das wird noch sehr bitter, glaube ich. Wird sehr bitter. Das ist sehr schön. Das hast du Fragen? Könnt ihr euch drauf freuen, Leute? 2016 schon. Mhm. Weil wir jetzt bis dieses Jahr all unsere vorrätigen Bücher rausgehauen haben, brauchen wir für nächstes Jahr eines und das wird sich dann um Lagerat drehen. Das heißt, schon bald müssen auch wieder die letzten Notizen gemacht werden. Jawohl. Ist ja nicht so, dass ich nicht die ganze Zeit Notizen machen würde. Für die große Chronik. Nee, ist ja nicht so. Nee, ist ja nur Stammbäume. Mach ich ja nie. Wie kamst du eigentlich für Tamaskov die Bezeichnung seine Hochedeligkeit? Ich wollte irgend so eine Anrede, die möglichst abgehoben klingt und seine Andersartigkeit ein bisschen unterstreicht, weil Caesar gibt es auch nicht wirklich, aber ich glaube, mit diesem Wort hat man sofort das Wort Kaiser oder Caesar im Hinterkopf und was eigentlich perfekt und Hochedeligkeit ist auch so, gibt es nicht. Allerdings, wenn man es liest oder hört, dann hat man sofort ein Bild im Kopf. Mhm, bestimmt. Bild im Kopf. Tamasko stirbt ja. Stimmt, Kapitel. Genau. Tamasko stirbt. Der stirbt. Ja, richtig. Und zwar stirbt er wegen Mladats Versprechungen mit dem Wohnen. Genau. Oder anderweitig? Nee, stirbt an den wegen Mladats Versprechen an den Dämonen, weil Mladat ihnen versprochen hat, sie können Tamasko haben, sobald alles vorbei ist. Und dieses Versprechen wird hier eingelöst. Das ist schon eine ganze Weile her. Genau. Aber es ist sehr so schön. Genau. Sehr schön. Da musste der Kreis geschlossen werden. Sehr schön eingebaut. Ja. Und auch so fast schon nebenher, noch so zum Schluss noch den Dolch in den Rücken. Und ich glaube, Merit ist es ja auch, der nach oben kommt, so völlig. Ich glaube, ja. Außer Boost und eben die Nachricht bringt, Tamasko ist tot, ihm wurde einfach. Ich glaube, es steht so geschrieben, ihm wurde einfach das Leben ausgesogen. Nein, er ist einfach umgekippt. Ja, genau. Und das deutet eben auf die Dämonen hin. Keine Verletzungen, nichts. Nee, ist einfach. Jawohl, ist die Radieschen von unten ansehen gegangen. Ja, doch, ich fand, das verspricht doch einiges für das, was nach dem Grenzkrieg kommt. Weil Schalat hat kein Hochtirover. Mladat will Hochtirover werden, hat Daivor hinter sich. Der wahrscheinlich König oder was Ähnliches wird, also den Anführer zumindest, in welcher Form auch immer. Verspricht einiges an Spannung. Und doch ist der eigentliche Konflikt, der Grenzkrieg, beendet. Ja, das stimmt. Und die nächste Frage dreht sich um eine kleine Randfigur. Okay. Um den Tarnar. Okay, ja. Den König von Gerwaldur, der eigentlich nur in Nebensätzen erwähnt wird. Richtig, ja, genau. Was geschieht mit dem? Er hat eine ganze Armee hinter sich. Er hat jetzt endlich das Kriegsbeil aufgenommen, sage ich mal. Den Klappstuhl ausgegraben. Und ist jetzt losgezogen. Und ist der Krieg vorbei. Der hat die Hosen voll. Er hat ja erst gerade angefangen, noch schwungvoll. Genau. Hat nicht diese 130 Jahre Krieg auf dem Buckel. Richtig, genau. Und jetzt heißt es einfach, nee, jetzt ist Frieden. Das ist für einen jungen so König gar nicht so einfach. Nein, aus seiner Sicht ist es jetzt sehr schwierig. Er ist da nicht anwesend, weil er, ist nicht anwesend, er ist so eine Randfigur. Hätte vielleicht, wenn ich darüber nachdenke, noch ein bisschen mehr einbauen können. Hat jetzt aber niemand gehört und denkt sich auch niemand, blöder Autor, warum kommt er so kurz vor? Aber das ganze Buch über ist eigentlich so eine Randfigur, dass es doch jetzt irgendwie nicht ganz, also für mich hat es nicht ganz gepasst, dass jetzt auch noch mit reinkommt, sondern da kann man sich auch wieder denken, was passiert ist, hat sich zurückgezogen, hat quasi den Krieg verloren, obwohl er nur ganz kurz dabei war und
habe dann nicht mehr wirklich eine Möglichkeit gesehen, um tatsächlich Einfluss nehmen zu können und hat sich dann lieber zurückgezogen. Ja. Kann sich ja gegen Isvaruk wenden. Genau. Da wünsche ich ihm viel Spaß. Jetzt sprichst du wieder schon wieder Dinge an, die Leute nicht verstehen. Nein, aber das habe ich bewusst getan. Oh, du bist es ein richtiger bisschen Füchschen. Ja. Nein, das nicht, aber... Nee. Das ist jetzt auch noch so ein Land in der Region, das später eine gewisse Rolle einnehmen wird. Mhm. In der großen Chronik. In der großen Chronik. Eine kleine, aber nicht zu unterschätzende Rolle. Ihr seht, wir sprechen immer von der großen Chronik. Das heißt, wir können nicht mehr als nur failen. Es läuft alles darauf zu. Das ist so, weil es ist ja so, wir haben mit der großen Chronik begonnen und die drei Bücher, die jetzt hier dann, die zwei, die dieses Jahr rauskommen und der Grenzkrieg, sind eigentlich nur Vorgeplänkel. Das war quasi Übung, wenn man so will, wenn man so ganz will. Böse gesagt. Eigentlich haben wir es nur geschrieben, weil wir gemerkt haben, dass die große Chronik schon zu groß gewesen wäre. Und haben darum uns Vorgeschichten rausgesucht, die erklären, wie es überhaupt zur großen Chronik kommen konnte. Genau. Was die Vergangenheit der Mark und des Großkalandes sind. Das erklärt vielleicht, wieso wir so penetrant auf der großen Chronik rumreiten, weil es eigentlich das Kernstück unseres Werkes werden wird. Penetrant drauf rumreiten. Genau. Hast du gesagt. Warum? Ah, das ist davon. Zerquetschen die Dämonen Narad nicht zum Schluss. Klar, wir brauchen ihn, mhm. aber so als kleinen Akt der Boshaftigkeit noch zum Schluss. Stimmt, nicht für die Mark, nicht für die Mark, aber für den Narad. Mhm. Diese enttäuschten Hoffnungen. Ja, genau. Das wäre natürlich nett gewesen. Könnte man aus ihrer Sicht machen. Sie haben aber noch Zeit dazu. Nach dem Motto, sie haben mit ihm gespielt. Richtig. Und jetzt brauchen sie es nicht. Sie haben grundsätzlich ja noch Zeit dazu und sie tun es nicht, weil es für sie von Vorteil ist, jemanden an so hoher Position zu haben. Ja. In Jalad eventuell als Hochtirover. Weiß der Himmel, was er noch dort alles anstellen wird. Ja, das wissen wir noch nicht, aber das werden wir rausfinden nächstes Jahr. Das werden wir rausfinden. Und ihr habt jetzt ja Mlarad ein bisschen kennengelernt und ich glaube, so als Resümee kann man sagen, dass Mlarad doch die Figur in Wege des Königs ist, die man am ehesten in Erinnerung behält, ja. Würde ich sagen. Und er ist die kontroverseste Figur. Und zusammengefasst kann man auch sagen, er ist ein Arschloch. Ja. Das ist eine gute und prägnante Zusammenfassung. Würde ich jetzt so nicht sagen, weil er eigentlich ein sehr lieber Kerl ist. Getrieben von unglaublicher Verstopfung, das ihn dann so werden lässt. Und seine Menschenfreundlichkeit, die haut mich um. Mhm, absolut. Also er ist eigentlich, er wird falsch verstanden, muss man sagen. Er ist, kann man wirklich so sagen, er ist der Unverstandene im Wege des Königs. Ja. Weil Hakan versteht man und Daivor wird dann auch verstanden und Daivor versteht, aber Mlarad ist einfach, wenn es mit der Verdauung nicht funktioniert, funktioniert es auch im Kopf nicht. Ja. Ja. Und das, okay. Das wäre eigentlich, das wären meine Fragen gewesen. Schön. Okay, wunderbar. Noch ein Schlusswort. Das ist ja auch ein bisschen dein Buch, mehr als meines. Also sehr viel mehr. Das stimmt, ja, absolut. Schlusswort. Ich weiß gar nicht, was sagt man da so? Habe ich eigentlich nicht mehr. Vielleicht noch so viel, dass ich, als ich das Buch beendet habe und spätestens als es rausgekommen ist, eigentlich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Allerdings begleitet mich jetzt und wird mich auch in Zukunft dieses Buch
begleiten, und es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, der Deckel ist zu, für mich als Autor ist das jetzt erledigt, sondern vieles, was hier in Wege des Königs angesprochen wurde, eben das Triumvirat, wenn man das will, oder die Paladine, all das begleitet mich in den nächsten Jahren weiterhin, weil die Paladine, hier konnten sie als Verteidiger der Marke auftreten. Mhm. Das ist dann in der großen Chronik nicht mehr unbedingt so möglich. Und da gibt es zu bedenken, wie entwickelt sich die Rolle der Paladine, was hat die Gamerlee für einen Einfluss auf die Paladine, auf die Mark. Der König. Genau. Der sich ändern wird. Und das Ganze ist nicht vorüber, sondern ist ein erster Abschnitt. Allerdings wird uns das weiterhin begleiten, dieses Wege des Königs. Ein bisschen eben die Geburtsstunde, nicht direkt die Geburtsstunde der großen Mark. Das ist mehr die Belagerung. Genau, das ist dann das dritte Buch. Aber zuerst... Aber es ist der Wendepunkt, ob die Mark weiter bestehen wird oder nicht. Und da untergeht, ja. Genau. Und ich glaube, Weg des Königs ist auch so als erster Titel für eine Buchreihe ganz schön. Hm. Weil Wege. Wohin werden uns die Wege noch führen? Wer, welche Wege, für wen? Und genau. So und die Wege in der Mark gehen weiter. Mhm. Aber... Als nächstes gehen wir ins Kyruskaland. Und eigentlich auch ist das die Geburtsstunde ganz auf Palindons. Ja, genau. Die Clan des Seedrachens. Ja. Ist dann die Geburt der Venus. Dawn of Palindons. Okay, jetzt sprechen wir noch Englisch. Jetzt müsst ihr die Morgendämmerung des großen Reiches. Gut, okay. Ich habe leider heute keinen Tipp für euch. Das ist doch besser so. Deine Tipps sind nicht gerade sehr toll. Wobei ich keine Zweifel hege, dass du diese Tipps genau nach diesen Gesichtspunkten ausgewählt hast. Ich versuche einfach so ein bisschen... meinen Bildungsauftrag hier auch in den Videos wahrzunehmen und den Leuten wichtige Tipps fürs Leben mitzugeben. Weil es soll ja hier nicht nur so ein Blödel-Blödel-Video sein, sondern... Ja, ist ja schon gut. Okay, also okay. Letztes Mal blau, nächstes Mal grau. Genau, richtig. Wir hatten die Farben, das Format bleibt. 20. März... Clan des Seedrachens. Ja. Und dann warten wir noch eine Weile ab, bis dann die ersten Folianten erscheinen. Ich habe einen Tipp. Schreibt euch nichts hinter die Ohren, weil wer kann es dort schon lesen? Okay. Das war mein Schlusswort. Schön. Tschüss. Also, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.